Oh, cool. Nehme ich mit. Nehme ich mir Kartoffeln. Nice. Auch Kartoffelsamen nicht schlecht. Kartoffeln und rote Beete. Nice. Karotten. Her damit. Nice, was ist. Und ein Diamantschwert zur Verteidigung. Ja, so viel dazu. Habe ich ein bisschen über das Thema Meilen der Demokratie geredet. Und wer meinen Kanal kennt, also wer da auch so ein bisschen über die Videos hinausschaut, wer da ein bisschen über die Tellerrand rausschaut und ein bisschen aktiver unterwegs ist, der wird ja, vielleicht auch an Videos mein Merchandise mitbekommen haben. Soll jetzt keine Werbung für das Merchandise sein? Nein. Aber ja. Für mein Videoformat vor allem. Oh, Fallschaden. Sollten wir verhindern, nach Möglichkeit. Ja, mein Videoaktionswerk für Courage und Toleranz. Da habe ich mein Vorleseprojekt gemacht und ich plane da gerade was, was auch weiterführend gehen kann. Ja, auch die Merch-Aktion ist natürlich Teil dieser Sache. Da habe ich ein wunderschönes, habe ich auch mir selbst gekauft. Weil es sieht wirklich gut aus, finde ich zumindest. Ich weiß, Englob stinkt für mein eigenes Design. Aber ja, schaut es euch mal an. Müsst ihr nicht kaufen, muss man nicht haben, kann man aber. Ja. Das klang jetzt wieder ein bisschen zu sehr nach Werbung. Aber ja. Goldstadtbrunnen steht drauf, um auch eine Erklärung so ein bisschen dafür zu liefern. Ja, Goldstadtbrunnen, ja, braucht glaube ich kaum Erklärung. So, ja, sei fürstlich, sei der Zwergenfürst, sei ein Zwergenfürst-Anhänger statt ein brauner Anhänger, statt ein, ja, ein goldener Anhänger, statt ein brauner Anhänger. Versteht er. So, ja. Lieber Gold statt Braun. Königlich und fürstlich und ja. Auch tolerant. Ich weiß nicht, wie das drei zusammenpasst. Königlich, fürstlich, tolerant. Ja. Auch mein Spruch. Aber ja. Die Wüste, wenn das nicht die Wüste ist. Wenn das die Wüste ist, dann sind wir gleich da. Das ist doch schön. Sind wir gleich zu Hause. Naja. Ich wollte jetzt nicht zu sehr Meinungsvloggerei betreiben. Ich wollte jetzt euch auch nicht auf irgendeiner Meinungsseite ziehen. Oh, ist das ein Wüsten-Villager-Dorf? Ja, das ist es. Nice. Da muss man mein ganzes Zeug vergraben, was ich nicht brauche. So, rein in die Schlucht. Alles reinwerfen. Oha. Ja, so viel zur Schlucht. Habe jetzt fast das Feld abgedeckt. Sowas brauchen wir denn nicht. Seerosenblatt, ja.
Weg damit. Ei. Dann haben wir noch 3 Holz. Ja, behalten wir Teppich, brauchen wir natürlich. Grauer Teppich, weißer Teppich, roter Teppich, Birkenbretter. Ja, Stein kann auch weg. Melonenkerne, na, ja, haben wir genug. Weg damit. Löwenzahn, weg damit. Fichtensamen. Ja, Eimer von mir aus behalten wir. So, dann ist das doch gleich. Ist da doch gleich ein bisschen im Inventar. Oh, es wird schon nachts, ich bemerk's grad. Da legen wir uns hier vielleicht schlafen, weil in der Wüste ist vielleicht nicht ganz so schön in der Nacht. Gute Nacht. Guten Morgen. So. Ah, da sehe ich schon die Villager. Sehr gut. Ich beernte mal euer Feld. Ach, das sind nur die Samen hier. Das ist recht wenig. Ah, doch ein bisschen Getreide haben wir. Haben wir ja nicht genug davon. Müssen wir den Villagern klauen. In der Wüste. Die sich davon ernähren. Oh, rote Beete. Nice. Das können wir gebrauchen. Rote Beete Samen, auch nicht schlecht. Klaue ich mir. So, Inventar. Wie voll bist du? Ja, wird noch reichen. Hier ist weiterhin Korn. Kartoffeln. Oh, cool. Nehme ich mit. Nehme ich mir Kartoffeln. Nice. Auch Kartoffelsamen nicht schlecht. Kartoffeln und rote Beete. Nice. Karotten. Her damit. Nice, was hier so alles gibt. Da muss nur noch nach Hause kommen. Diesmal heile nach Hause kommen. Nicht das Zeug alles wieder drauf gehen lassen. Ja, tut mir leid, Leute. Könnt ihr Neues anpflanzen. Karottkies. Aha. Hallöchen. Guten Tag. Die handeln. Smaragd gegen Eisenaxt. Nee, danke. Muss nicht sein. Was habt denn da? Wolle oder was? Klau ich euch. Mein Inventar hält's nicht her. Samen. Samen gegen Wolle, das ist ja. In blöder Tausch. Schwarze Wolle. Können wir uns immerhin ein schwarzes Bett von machen. Wenn wir 3 davon haben. Habt ihr noch ein drittes davon? Natürlich nicht. Hallöchen, tut mir nichts. Ich beklaue euch nur. Ah, ein drittes. Dankeschön. Wo schwebt denn das jetzt rum? Ja, damit. Ja, mit der Wolle. 3 Wolle. Das ist doch cool. Guck mal, kann man sich ein schwarzes Brett mit. Ein schwarzes Brett, ja. Ein schwarzes Bett mitbauen. Oh, noch mehr Felder. Noch mehr Kartoffeln. Kartoffeln. Ja, nice. Das können wir brauchen. Zack, zack, auch wenn sie wieder eingepflanzt werden müssen. Ist das nice. Die nehmen wir mit.
Was habt ihr hier? Eine Werkbank. Bücher. Cool. Da muss wieder was loswerden. Inventar frei machen. Rote Beete Samen. Samen. Okay, einfache Samen loswerden. Eichenzaun. Okay, ich hab die. Ich krieg die einfach wieder. Zaun. So, Samen weg. Zaun weg. So. Nehme ich die Bücher mit. Kann man brauchen. Ein Buch. Cool. Haben wir eine ganze Bibliothek oder was? Klaue ich mir weg. Bücher werden wir später brauchen. Was damit gemacht werden kann? Ja, gerade ging die Kamera aus. Da war die SD-Karte voll. Ja, so viel dazu. Einen Zaun brauchen wir eigentlich nicht. Den Teppich nehme ich mit. Sehr gut. Plündern wir hier wieder ein Wüstendorf. Ein Wüstendorf. Ist wirklich nicht schlecht. Villager. Womit handelst du? Ein Helm. Da habe ich doch schon. Der sieht doch aus wie Siegfried. Das sind doch Siegfrieds Kumpane. Siegfrieds Händlerkumpels. Nicht? Und weitere Felder. Karotten. Karotten sind gut für die Augen. Können wir ja brauchen. Kann mir ja wohl nicht schaden. So, Karotten. Nice, haben wir wieder was zum Anpflanzen. Okay, Inventarplatz leer. So schnell nach Hause müssen wir. Fichtenbretter. So. Ja, Weizen haben wir genug. Muss jetzt nicht zwangsläufig sein. Was haben wir hier? Das sieht aus wie eine Falle. Da gehen wir nicht zu weit rein. Das ist eine Falle. Ja, hier gibt es nichts zu holen. Hier ist nicht mal eine Tür drin. Wer braucht schon Türen? Hier ist die Tür ziemlich hoch gebaut. Wie ihr da reinkommen wollt, ist auch eine Frage. So, sieht auch aus wie eine Falle. Hier, noch mehr Bücher. Zack, wofür braucht ihr Bücher? Wofür braucht ihr Essen? Nehme ich einfach mit. Wo wir schon gehen bei Diskriminierung und Toleranz waren. Ja. Ich habe nichts gemacht. Bin unschuldig. Ein Brunnen. Oh, da geht's aber tief runter. Oh nein. Könnten wir hier drin ersticken oder was? Nee, das tun wir. Hoch hier. Nein. Blöde Idee. Da sollte man nicht so sehr drin kommen. Oh, Backe. Es geht sehr tief runter. Ah, man kann hier auch nicht abbauen. So ein Mist. Erde. Ach, verdammt, jetzt bin ich hier drin gefangen. Ich Schwachkopf.
Oh Mann. Aber die Oberfläche. So kann ich mich vielleicht hochbauen. Ja. Sehr schön. Ist noch den Brunnen zu bauen. Ja. Nee, so blöd sind wir nicht. Die beraten schon, wie sie uns am besten zubereiten. Und wir haben sie komplett geplündert. Hier werde ich heute Nacht mal schlafen. Zack. In einem Haus. Der Villager. So, alles klar. Hinaus. Na dann wollen wir mal weiter. Mit dem, was wir haben. Jetzt nicht in eine Schlucht fallen. Und am besten heil aus der Sache hier rauskommen. Ich muss ja wohl nochmal ein Abschiedsfoto machen. Einfach hier nochmal das Dorf einmal anschauen. Das ist ja auch schön. Hier haben wir noch ein Feld. Oh Mann. Hübsch. So, hab gerade mal ein paar Andenkenfoto geschossen. Andenkenfotos. Ja. Vielleicht für Thumbnail und so weiter. Mal schauen, was man davon verwerten kann. So, versuchen wir mal nach Hause zu kommen. Das ist ja eigentlich der Plan. Oh, im Eimer ist ja Wasser drin. Vor allem Boden drin. Cool. Nehmen wir mit. Nee, das schütten wir am besten hier direkt wieder aus in der Wüste. So, und lang der Küste. Ja, durch die Wüste machen wir dann ein bisschen Timelapse oder machen wir es nicht? Um halt die Wüste zu überwinden. Ah, machen wir nicht. Wir laufen jetzt einfach hier so lang. Ich quäle euch jetzt ein bisschen mit Wüstengelaber. Ja. Durch die Wüste laufen und ein bisschen labern. Warum nicht? Ja. Da ist ein bisschen Sumpflandschaft. Dann drehen wir wieder um. Das kann nur falsch sein. Da sind wir nur falsch. Den Weg nach Hause finden. Ich glaube, ich nehme mein Boot wieder und dann fahre ich ein bisschen durch die Gegend. Ich glaube, da sind wir auf dem besten Weg. Boot. Ja, genau hier kann man das hinsetzen. Alles klar. So. Am Horizont entlang. Eine Seefahrt, die ist lustig. Eine Seefahrt, die ist schön. Ja, da kann man ja von weitem schon das Haus sehen. Das Zuhause. Hollei, hollei, du. Hollei, hei, 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 ho. Eine Heimreise, die ist lustig. Hier können wir nur falsch sein. Ich frage hin und her. Ich versuche mal da lang. Einfach mal in die Richtung. In der Hoffnung. Ich habe so ein gutes Gefühl dabei. Sind wir vielleicht richtig. Hier ist auf jeden Fall das Ende. Da kommen wir nicht mehr weiter. Das Ende der Welt. Hat ja vier Ecken, die mein Kopf fällt. Bekanntlicherweise. Also irgendwann müssen wir ankommen, wenn wir einfach am Horizont lang rudern. Das habe ich damals gemacht, um mein Dorf zu finden, also um mein Dorf zu gründen, eine Stelle zu suchen, wo ich ansiedeln kann. Ja, und dann ist es jetzt auch der beste Weg, um wieder zurückzukommen. So,
Eine Schifffahrt, die ist lustig. Da ist doch ein hohes Gebirge am Ende der Welt. Und das nicht mein Dorf am Arsch der Welt ist. Na komm. Die Steuerung des Bootes ist auch ein bisschen bescheuert. Na komm. Lass uns mal zu Hause ankommen, dann haben wir reiche Schätze mitgebracht. Wenn wir jetzt heile zu Hause ankommen, na, das ist doch was wert. Das sieht doch schon ganz gut aus hier. Das sieht heimatlich aus. Na, ich glaube, wir sind da. Wir schwimmen ein bisschen seitwärts. Aber ja. Na komm, na, nicht zurück schon, nicht zurück. Nicht zurück, Bruder. Nein. Zwei, was machst du da? Dann leg von mir aus an, steig aus, nimm das Brot mit und lauf zu Fuß weiter. Soll mir recht sein. So. Sieht zwar nicht so hoch wie mein Gebirge aus, ja. Könnten auch hier falsch sein. Aber, vielleicht sind wir gar nicht so weit davon entfernt. Wir können ja hier ein bisschen an der Seite lang gehen und ein bisschen zu Fuß den Horizont entlang laufen. Ja, und wie geht's euch so? Was läuft bei euch? Bei euch läuft gerade dieses Video. Ich weiß, sonst würdet ihr es ja nicht hören, wie ich euch frage. Wäre ein bisschen kompliziert. Es sei denn, es läuft bei wem anders. Also, euer Freund, eure Freundin, eure Eltern, das bezweifle ich stark. Kann auch vorkommen, aber ja. Euer Kumpel, Kumpeline, wieder Tiere. Tiere. Ja, wir bräuchten mal wieder ein bisschen Fleisch. Noch ein bisschen im Inventar. 42 Bücher, meine Fresse. Da haben wir mal was mitgenommen. Jetzt werden wir von hinten von der Kuh gekillt. Warum auch nicht? Siehst doch, wie wir hier wieder raufkommen. Kurz vorm Ziel. Wir werden hier abkratzen. Ja, nehmen wir eine Kartoffel noch mit. Ich würde die ungern verputzen. Die würde ich lieber anpflanzen. So. Nicht wegwerfen. Die brauchen wir noch. So. Nehmen wir wieder zurück ins Inventar. Bevor wir die noch verschnabulieren. Es wird gleich wieder dunkel. Ich sehe Lava. Das leuchtet so hell. Die Lava. Ja, bloß nicht reinrennen. Das wäre ein tragischer Tod. So, jetzt mal schnell hinlegen, bevor wir noch von Monstern ergriffen werden. Lieber vorsichtiger sein und häufiger schlafen. Als irgendwo hineingeraten. Ja. Gehe hier lieber ein bisschen um die Lava herum. Ich höre sie ja schon brodeln. Ja. Irgendwann kommen wir noch zu Hause an. Ja. Früher oder später werden wir da sein. Bei mir wahrscheinlich eher später, aber. Ja, ein Hundi, wir haben Karotten mit dabei, wir brauchen Knochen, mit Karotten kann man Schweine zähmen, glaube ich, oder? So war das doch, hier ist das Wasser, da drüben ist die Lava, okay, verstehe, strömt von oben herab,
noch mehr Hunde. Hier gibt es Hunde. Wir hätten uns eigentlich mal den Weg markieren können, wo wir lang sind. Dass wir wieder zu dem Mansion finden. Zu dem Waldanwesen. Aber gut. Das sieht ja interessant aus. Das schwebt da einfach in der Luft. Die Insel. Und die Gebirgsspitze. Ja, also. So geht die Wanderung des Zwergenfürsten. Kratz, kratz. Nase, kratz. Bart, kratz. So geht sie weiter. Die Wanderung des Zwergenfürsten. Wird er irgendwann an seinem Ziel ankommen, am Ziel seiner Reise, seiner Heimat, wird er seine Schätze nach Hause bringen? Wird er eine erfolgreiche Flucht aus den Fängen der Orgujaner vollbringen? Das, ja, ein Schwein und ein Schaf, ein Kuh, so vielen Wesen begegnet er hier auf der Wanderung. Wird Zwergi eines Tages ankommen? Tja, dieser Part geht langsam zu Ende. Und dann muss ich leider auch bald sagen, das erwartet ihr im nächsten Part. Nächsten Folge von Mysterium, Wanderung, eine tiefe Kluft. Wie komme ich da heil rüber? Das sieht nicht nach zu Hause aus, aber weit weg können wir nicht sein. Weit weg werden wir nicht sein. Die Heimat ist nahe. Ich weiß es, ich spüre es. Das muss es sein. Naja, ich sag schon mal ein Däumchen nach oben. Sollte euch diese Wanderung, dieser Part gefallen haben. Ich habe jetzt, glaube ich, zwei Parts. Ich habe jetzt ein Stündchen aufgenommen. Zwei Parts, nur dürften es sein. Hintereinander aufgenommen. Und glaube ich, darum sollte euch dieser Part gefallen haben. Und glaube ich, darum sollte euch der letzte Part gefallen haben. Unter dem letzten Part bitte. Und gerne auch unter diesem Part. Am besten unter beiden. Ja, lasst ein Abo da, wenn ihr auf meinem Kanal seid. Und ja, kein weiteres Video mehr mit dem Zwergenfürst verpassen wollt. Habt noch eine angenehm fürstliche Zeit. Und man sieht sich dann im nächsten Part der langen Reise ans Ziel. Ja, werden wir ankommen? Werden wir unsere Heimat wiedersehen? Ihr werdet es erfahren, wenn ihr dran bleibt und der Reise weiterhin folgt. Ja, bis dahin. Ciao, ciao.